Ein Rappe ist ein schwarzes Pferd, daher hat diese Pferdantilope ihren Namen. Aber nur die männlichen Tiere sind schwarz, die weiblichen und die Jungen dagegen meist rotbraun gefärbt. Die Tiere bilden größere Rudel. In der Savanne sowohl Männchen als auch Weibchen haben Hörner. Diese sind nach hinten gebogen und werden beim Männchen bis zu 1,70 Meter lang. Die Männchen setzen sie nur bei Kämpfen zwischen Rivalen als Waffe ein. Dazu lassen sich die Bullen der Rappenantilope wie die Gnus auf die Knie nieder und ringen miteinander gegen Feinde. Verteidigen sie sich, die Rappenantilope, durch heftige Schläge mit den Hufen. Vor diesen Huftritten ergreifen selbst Löwen die Flucht.